Recht herzlich willkommen zur 56. Folge von Avorion. Ja, das ist unser Ziel gewesen. Da war der Kampf. Wir wollten durch dieses Tor durch. Wo ist es jetzt hin? Jetzt ist es abgehauen. Du glaubst es doch nicht. Da ist es. Da wollen wir reinfliegen. Und wir fliegen jetzt irgendwie komisch. Oder wie sehe ich das? Achso, unser Schiff war nicht so schnell gedreht. Alles klar. Da wollen wir reinfliegen. Das machen wir dann auch. Und dann schauen wir weiter. Kein Sektor ausgewählt, ist klar. Was dahinter so ist. Fliegen wir mal rein. So, dann der Sprung in den nächsten Sektor. Und einmal die Karte. Gut, da sind wir. Einmal groß raus. Nur Tore hier. Sonst nix. Alles klar. Wo geht die Reise hin? Es geht nach Norden. Den haben wir dann noch nicht besucht. Da ist zwar eine Kreuzung, aber wir waren noch nicht da, ne? Ja, wir sind schon interessante Wege geflogen hier, ne? Ja, was machen wir jetzt? Da hoch oder da links? Tendenziell würde ich jetzt nach Westen fliegen. Nordtor oder West-Nordwest? Und das müsste das Süd-Südwest-Tor sein. Also da oder da? Das ist blau. Das ist lila. Lass uns dahin fliegen. Dass wir dahin kommen. Tor ist ausgewählt. Einmal schwungvoll dadurch. Obwohl das andere näher wäre, ne? Das Nordtor. Ja, machen wir aber hier lang. Und dann gucken wir weiter, was da uns so erwartet. Einmal Nord-Nordwest. Ne, West-Nordwest. So war das. Nordwest kämen wir auch wieder dahin, wo wir schon waren. Wollen wir nicht unbedingt, ne? Jut. So, neuer Sektor, neues Glück, oder wie war das? Und dann einmal hier reingeschaut. Ist aber nichts Besonderes. Hier gibt es aber eine Station, die einen Auftrag hat. Und sonst keine. Dann gucken wir auch mal gerade, was das für ein Auftrag ist. Reparaturdock. Liefer innerhalb von 30 Minuten Nanobots hierher. Okay, das müssten wir gucken, wo es Nanobots gibt. Da ist nix. Da können wir nix. Handelsposten, Handelsposten. Raumjäger buchen. Ich wüsste ja noch nicht mal, wo man die jetzt baut, gerade in Nanobots. Handelsposten, Reparaturdock, Ressourcendepot. Ja, da ist jetzt nichts, ne? Ressourcendepot, Handelsposten zweimal, dreimal sogar Handelsposten, okay. Ist jetzt nicht so interessant. So, jetzt fliegen wir mal, diesmal aber nach Nord. West-Nord. Nord-Nordwest ist das dann, okay. Ja. Feuer, ne? Anders geht's ja nicht. 30 Kilometer. Geht zack, zack weg. Keine Ahnung, was da unten gerade an uns vorbeifliegt oder auch nicht fliegt. Und da sind wir schon am Tor. Geht ja relativ zügig. So. Dahinter ist ein Planet, auf den wir zufliegen. Den müssten wir dann ja sehen, ne? Tatsächlich, da ist er auch. Wird einmal rausgezoomt. Ja, ist aber viel los hier. Aber nichts für uns Interessantes. Zwei Auftragssituationen. Einmal. Oh, das ist. Ja, das ist jetzt blöd, ne? Das wäre schön, wenn man da hier. Entschuldigung. Da rein. 100 Säure. Keine Ahnung, wo eine saure Farm ist, ne? Da geht's nochmal Norden dann. Okay. Achso, wir wollten. Ne, das war schon richtig, da rein zu springen. Nochmal raus.
Die hatten wir, glaube ich. Und dann müssen wir da oben gucken. Bleimine ist das, okay. Gucken wir, was die Bleimine möchte. Okay, das hat nicht geklappt. So. Jetzt aber. Lieferung Blei für 20.000 und das hier oben, Fusionsgeneratoren, ne? 40 Fusionsgeneratoren. Das sind so Aufträge, die wir machen müssen, damit wir mal an Geld kommen, ne? Hier gibt's 22, hier gibt's Belohnung 3 Millionen. Ja, Fusionsreaktoren. Aber die wissen wir auch nicht, wo es die gibt, ne? Da waren wir gerade eben, da gibt's nix. Handel. Ja, da kannst du sonst wohin fliegen, ne? Zack, Tor nehmen und weiter geht's, oder? Nord-Nord-Ost-Tor ist auch das Richtige sogar. Mal gucken, dass wir da hinkommen. Vorher haben wir so ein paar unwegsame Steine im Weg, die sich Asteroiden nennen. So. Hä? Glück gehabt, ne? Boah, das ist auch so träge, das Schiff, ne? So, jetzt aber. Gut. Da rein und dann gucken. Oh. Hier ist Party gewesen, oder wie sehe ich das? Wracks ohne Ende. Hier ist selbst ein Tor kaputt, oder wie sehe ich das? Ein Wertstoffhof. Interessant. Haben wir den schon mal gehabt? Ich glaube nicht, ne? Ach, hier kann man ein Schiff kaufen oder abwracken. In diesem kann man dann abwracken. Aha, wenn ich Lizenz kaufe. 5 Minuten, 15 Minuten, 30 Minuten, 16. Dann darf man hier was abwracken. Okay. Also hier ist wahrscheinlich so ein Weltraumparkplatz, ne? Krass, oder? Coole Idee, das hier reinzubauen. Lass mal gerade einmal hier durchziehen. Da ist aber auch nichts. Aber wir haben ja zwei Tore, die gucken wir nochmal. Okay, eins geht wieder hier hin. Und eins zurück im Endeffekt. Ne, da wollte ich ja schon hin, ne? Dann ist das das Tor, wo ich raus muss. Ja, fliegen wir da hin, ne? Anders ist ja jetzt gerade nicht. Einmal Gas. Dann kommen wir kurz vor dem Knotenpunkt da raus und sind wir einmal schön in eine Runde geflogen, ne? Jetzt wird das hier so richtig fallgeboten mit dem Abwack-Lizenz. Ja, da kannst du richtig Glück haben, dass du da das tolle Teil rausbaust. Wo ich von ausgehe, dass das sogar so sein wird, dass man da auf jeden Fall Plus machen könnte, ne? Hier ist nix. Zwei Auftragssituationen. Muss man nur gucken, dass man da vielleicht mal ja. Jetzt habe ich sie, die Mine. Platin 57.000 sollen wir liefern. Ja, das ist schon eine Summe, die ein bisschen besser ist, ne? Aber bei dem Belohnung 57.000.
Nee. Da muss es was Besseres geben. Da nochmal hin. Und diese Station auswählen. Was mit dem Aluminium? Die haben 20.000. Ja, das ist dann schon die 57.000 noch besser, ne? Ist die Frage, ob wir das machen wollen. Nee, machen wir nicht. Wir fliegen einfach ins nächste Tor gerade. Wo haben wir's? Da oben. Und gucken noch in den Nachbarsektor rein. Ob wir da noch was finden. Mal gucken, dass wir hier nirgendwo gegenfliegen. Okay. Nanonit gibt es hier auch. So, und dann ist der Weg zum Tor auch frei. Einmal rein, einmal gucken und dann sehen wir, was da Sache ist. Ach, da ist auch wieder so eine Abwrackstation, oder wie sehe ich das? Ein Werkstockfob. Der ist hier. Schwarzes Brett gibt es auch, aber da ist nichts drauf. Können wir hier, ne? Jetzt wäre die Frage, wo gibt es hier was zum Abwracken? Da. Oh. Was macht das Ding? Mach mal schnell aus, ne? Noch mal gerade den Blick auf die Maschinerie hier. Wie sieht denn unser Bergbaugeschützturm und Abwrackgeschützturm? Ist auch kein schlechter, ne? Sollten wir vielleicht doch in Erwägung ziehen, hier eine Lizenz zu kaufen, ne? No Net hat der geladen. Komm, wir fliegen mal da näher ran. Vielleicht sollten wir den mal nehmen. Da ist bestimmt was drin, was sich lohnt, oder? Oh. Oh. Crash verursachen? Nein. Ja, komm, zack, jetzt mal da dran. F. Ich hoffe, ich muss nicht docken, um die Lizenz zu kaufen. 5.764, kaufen wir. Gekauft. Gut, dann. Ist das unser Abwracker der 2er? Weiß ich jetzt gar nicht. Schnell gucken. Ne, der Abwracker liegt schon auf 3. Gut. Oh, jetzt sind wir zu nah dran. Ne? Glaubst du es dann eh, oder? Komm, zack. Können wir hier ganz ruhig abwracken, ne? Das ist das Coole daran, ne? Und wir haben eigentlich ein ganz cooles Schiff hier jetzt, wo wir abwracken. Jetzt wollen wir hoffen, dass da gleich noch ein gutes Bauteil rauskommt, ne? Haben wir einen abgeschossen da? Oh, 5 Minuten, das ist... Ey. Können wir da mal jetzt irgendwie was machen? Ich möchte schon den richtig abwracken dann, ne? Dass ich
sich das lohnt. So, jetzt aber. Schauen, ob es da richtige Teile gibt. Okay. Irgendwie läuft es gerade richtig schlecht, das Abwracken. Aber das ist halt so jetzt, ne? So, jetzt ist es ein bisschen besser. Jetzt geht's, ne? Jetzt haben wir einen besseren Abstand gefunden, wahrscheinlich. Zack, erstmal mittig rein. Vielleicht kommt ja irgendwann mal das passende Teil raus. Zwei Minuten haben wir noch, okay. Jetzt haben wir das Ding zerlegt, aber... Boah. Also es lohnt nicht. Momentan. Man soll ja immer, ne, gucken. Dass man nicht komm schon 60 Sekunden noch. So, das war's dann wohl. 30 Sekunden gibt's auch noch die Info. Okay, 20 Sekunden. Zehn Sekunden. So. Abgelaufen. Nehmen wir nochmal 5 Minuten bei. Gucken, dass wir diesmal was kriegen. Da ist ein Teil. Lass schnell reingucken. Schildbooster war es. Ob wir den jetzt für das Geld wegkriegen, ist die nächste Frage. Allerdings gehe ich davon aus, dass wir mit den anderen Rohstoffen uns dann trotzdem das Geld rausgeholt haben in dem Sinne. Doch, jetzt geht's. Okay. Ist ja auch genug Nanonit drin, also ist ja nicht. So, komm, das auch noch abgebaut. Und das dauert lange, das ist ein großer Kern.
Jetzt knallt's einmal, oder? Leider nichts rausgekommen, ne? Da gibt's noch was, eine Kanone. Da einmal aufnehmen. Was ist das für eine? Doppelkanonengeschützturm, okay. Weg. Ich weiß gar nicht, wie lange wir jetzt noch abwarten dürfen. Stand das da schon? Wahrscheinlich nicht. Das neue Teil. Ich glaube, jetzt haben wir unser Geld aber vielleicht raus, ne? Dreifach Pulskanonengeschützturm, ja. War jetzt nicht der Bringer, aber vielleicht reicht's dann. Um das Geld wieder eingespielt zu haben, ne? Element Eternal Red. Zwei Minuten haben wir noch. Ja, geh mal kaputt. Der dauert ja ewig da, ne? Ah, jetzt ist er weg. Piraten greifen den Sektor an. Auch interessant. Ist das dann das Wrack, was ich abwracken darf? Oder weil es meins ist? Oder wird das dann auch nicht mehr meins sein? 60 Sekunden. Oh, geil, da ist noch einer für mich drin gewesen. Den nehmen wir noch mit. Ein blauer, der hat sich dann doch bestimmt gelohnt, oder? Bergbaugeschützturm, wow. Ist jetzt nicht so das Tolle, aber... Okay, Abwracken und Beschädigung von Wracks sind in diesem Sektor verboten mit der Kovanabak-Lizenz. Gut, haben wir das Ding in 10 Minuten zerlegt. Jetzt ist die Frage, wo kann man hier was verkaufen? Wahrscheinlich nirgends. Gucken wir nochmal auf die Karte. Da sind wir. Da war irgendwo noch so ein Abwracksektor. Was haben wir überhaupt so zum Einbauen da? Das war der Schildbooster, den wir, glaube ich, gerade gekriegt haben. Den müssen wir dann gucken, wie wir den verkaufen können. Da haben wir natürlich auch so einen besseren. Ja, aber dann würde ich sagen, Batterie-Upgrade fortgeschritten. Handelssystem haben wir schon. Na dann. Gut, okay, dann würde ich aber sagen, soll es für die Folge erst reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.